Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit zur Geburtstagsfeier im Juli. Das ganze Format wird etwas abgeändert. Bisher hatten wir es so, dass wir für jeden Geburtstag von jeder neuen Figur eine Gewinnaktion hatten. Man konnte Fanartikel gewinnen für diese Figur. Und jetzt ist es aber so, und ich vermute, dass es auch in den kommenden Monaten ähnlich ablaufen wird, weil wir haben mittlerweile so viele Figuren, dass jeden Monat mindestens 4 oder 5 Geburtstag haben. In dem Fall sind es jetzt sogar 6 Stück. Und, 9 Stück, Entschuldigung. 9 Figuren, die im Juli Geburtstag haben. Und es wird immer so weitergehen, weil ich meine, es kommen ja immer mehr Figuren raus. Es gibt nur 12 Monate im Jahr, das heißt, es wird immer mehr. Also das hier sind jetzt aktuell 9, das sind nächstes Jahr vielleicht 12. Und da das einfach zu viel ist und sie irgendwann auch jeden Tag einen Beitrag haben oder manchmal sogar 2 oder 3 Beiträge pro Tag und das irgendwann einfach zu viel und zu unübersichtlich wird, ist es jetzt so, weil man zugegebenermaßen sagen kann, dass es jetzt auch ein bisschen unübersichtlich ist, dass alle Beitragsaktionen hier gesammelt sind. Also ihr könnt einen Figurenaufsteller jetzt von Barbara gewinnen. Weil Barbara hat jetzt Geburtstag zwischen dem 5. und 7. Juli und in dieser Zeit müsst ihr hier kommentieren. Wenn dann der nächste Geburtstag ansteht, dann müsst ihr wieder kommentieren, unter dem gleichen Beitrag. Ich habe keine Ahnung, wie die das auslosen, wie die das überhaupt nachvollziehen können, ehrlich gesagt. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich stelle es mir ziemlich chaotisch, ziemlich schwierig vor. Aber man muss natürlich sagen, man hat jetzt irgendwo auch eine etwas bessere Gewinnchance, in Anführungszeichen, weil dadurch, dass es nicht repostet wird wahrscheinlich, oder zumindest nicht nochmal als neuer Beitrag irgendwo aufploppt, werden das die Leute halt irgendwann vielleicht auch einfach vergessen. Und das heißt, wenn ihr das nicht vergesst, weil man kriegt ja immer in-game dann eine Nachricht, heute ist mein Geburtstag und dann kriegt man eine Nachricht von Barbara zum Beispiel, kam jetzt gestern, wo sie dann einfach noch ein bisschen was von sich erzählt und halt einfach ihre Geburtstagswünsche bzw. Grüße an dich schickt. In-game. Und spätestens dann weißt du ja, okay, die entsprechende Figur hat jetzt Geburtstag. Also muss ich jetzt ins HoYoLab, muss diesen Beitrag raussuchen, Geburtstagsfeier im Juli und kommentiere dann unter den entsprechenden Beitrag. Beziehungsweise, was auch immer hier jetzt gefragt wird. Bei Barbara wird jetzt gerade gefragt, weißt du, aus welchem Land Barbara kommt? Das ist relativ einfach, es ist Mondstadt. Ich habe zur Sicherheit noch Teilwart dazu geschrieben. Teilwart ist zwar eigentlich die Welt, also der Planet oder wo auch immer das existiert. Aber ich dachte mir, falls es eine Trick-Question ist, was es höchstwahrscheinlich nicht ist, lieber mal noch dazu schreiben. Aber ja, das war es im Endeffekt schon. Also einfach Mondstadt schreiben und das halt zwischen dem 5. und 7. Juli im Kommentarbereich. Und dann hat man wie immer die Chance auf diese Barbara-Figurenaufsteller. Einen von 20 Stück. Und 180 steht halt da, weil von jedem Figurenaufsteller gibt es 20 und es sind 9 Figuren. 9 mal 20, also 180. Und ja, das war es im Endeffekt auch schon. Ist wie gesagt etwas kompliziert, es gibt jetzt schon 27.000 Kommentare, also einfach nur absolut crazy und ja, aber ich persönlich habe die Hoffnung oder die Vermutung, dass dieser Beitrag etwas in Vergessenheit geraten wird und dann tatsächlich die Gewinnchance zum Ende des Monats, zu den letzten beiden Figuren vielleicht, relativ hoch ist. Man weiß es nicht, aber man kann es hoffen. Wäre auf jeden Fall cool. Und ja, das war es im Endeffekt auch schon. Also es ist ziemlich simpel im Endeffekt. Und ich werde vielleicht, wenn die entsprechenden Geburtstage kommen, ich weiß nicht, sagt ihr mir vielleicht am besten, soll ich dann nochmal ein neues Video machen und euch sagen, dass jetzt diese Figur Geburtstag hat und dass ihr jetzt kommentieren müsst? Oder reicht euch das so? Könnt ihr mir vielleicht auch in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, eigentlich wird man ja durchs Ingame dran erinnert, durch die Ingame-Mail, die man jeden, oder die man halt bekommt, wenn eine Figur Geburtstag hat. Aber, keine Ahnung, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich mach's vielleicht vorsichtshalber einfach zum nächsten, übernächsten Mal nochmal. Wenn ihr dann aber sagt, na, das braucht man nicht, dann kann ich mir die Arbeit vielleicht dann auch sparen. Mal schauen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Ganz viel Glück bei der Aktion. Haut rein. Ciao, ciao.